Jetzt rufe ich auf die Zusatzpunkte 22 sowie 10 bis 12. Beratung der Vorlagen der Fraktion der CDU/CSU zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ja, um es nochmal klar zu sagen, die Bezahlkarte ist also jetzt hier sozusagen mit der Mehrheit der Ampel beschlossen worden. Und der nächste Punkt, der jetzt schon aufgerufen worden ist, auch sehr interessant, 3 Anträge zur Bekämpfung von Antisemitismus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, 3 Initiativanträge. Es geht darin zum Beispiel um einen, um den Entschließungsantrag der Fraktion zu der vereinbarten Debatte historische Verantwortung wahrnehmen, jüdisches Leben in Deutschland schützen. Zum anderen um 2 Gesetzentwürfe zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze und sowie zur Beendigung des Aufenthalts und Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer. Ich eröffne nun die Aussprache. Und Günter Krings, der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU, hat jetzt hier als Erster das Wort zu diesem Tagesordnungspunkt Bekämpfung von Antisemitismus. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar haben wir hier im Deutschen Bundestag in diesem Jahr eine Mahnung für unsere Arbeit mit auf den Weg bekommen. In ihrer ergreifenden Rede hat die Holocaust-Überlebende Eva Sepeschi uns zugerufen: Ihr habt keine Schuld für das, was passiert ist, aber ihr habt die Verantwortung für das, was jetzt passiert. Dass diese Mahnung berechtigt ist, zeigt die Situation in unserem Land ein halbes Jahr nach dem barbarischen Angriff der Terrororganisation Hamas auf unschuldige Menschen in Israel. 1.400 Frauen, Männer und Kinder wurden bestialisch umgebracht, mehr als 5.000 wurden verletzt, 230 weitere wurden verschleppt, 130 werden bis heute festgehalten. Der 7. Oktober war der größte Massenmord an Juden seit der von Deutschen erdachten und durchgeführten Shoah. Da der Staat Israel auch als Reaktion auf die Nazi-Verbrechen gegründet wurde, ist es unsere vornehmste Pflicht als Deutsche, für das Existenzrecht und die Sicherheit seiner Bürger einzustehen. Und die Solidarität mit Israel ist in diesen Monaten in Deutschland glücklicherweise an vielen Orten zu sehen und zu spüren. Umso abstoßender aber ist es, wenn militante Demonstrationen gegen Israel und offene Judenfeindlichkeit auf Deutschlands Straßen nach dem 7. Oktober nicht weniger geworden wären, wie man ja hätte hoffen können, sondern sogar drastisch zugenommen haben. Es ist unerträglich und nicht hinnehmbar, dass der Hamas-Terrorismus hier in Deutschland bejubelt und propagiert wird, dass zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen wird, dass es auf Demonstrationen zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, dass die Wohnhäuser jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Davidsternen markiert werden und dass zum Boykott von jüdischen Unternehmen aufgerufen wird. Wenn inzwischen, meine Damen und Herren, wieder fast 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland leben, ihr Zuhause hier gefunden haben, empfinden wir das als großes Glück angesichts unserer Geschichte. Und gerade deshalb dürfen wir es unter keinen Umständen hinnehmen, wenn sie sich heute bei uns wieder unsicher fühlen oder sich gar genötigt sehen, ihr Judentum zu verheimlichen. Und deshalb reichen wohlformulierte Resolutionen alleine nicht aus. Es braucht konkrete Gesetzesänderungen, um unsere jüdischen Mitbürgern wieder die Sicherheit zu garantieren, die wir ihnen schulden. Als Union haben wir daher bereits im November einen Gesetzentwurf in dieses Haus eingebracht, mit dem wir offensichtliche Lücken in unserem Strafrecht hierzu schließen wollen. Dies betrifft insbesondere die konsequente Ahndung antisemitischer Äußerungen und der Terrorunterstützung. Hetze gegen Israel muss als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung zu Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten führen. Und wenn wir zu Recht davon sprechen, dass die Existenz Israels Teil unserer Staatsräson ist, muss auch die Leugnung dieses Existenzrechts bestraft werden. Jüdinnen und Juden gehören zu Deutschland.
Und wer das nicht akzeptiert, der gehört eben seinerseits nicht zu Deutschland. Wir fordern daher auch eine Anpassung im Ausländerrecht, damit eine antisemitische Straftat grundsätzlich zur Ausweisung führt. Wer unser Gastrecht derart missbraucht, hat auch als Flüchtling keinen Platz mehr unter uns. Wir haben als Union mit der heutigen Debatte einige Wochen gewartet, weil wir uns gewünscht hätten, dass wir zusätzlich noch einen gemeinsamen Antrag mit den Regierungsfraktionen hätten vorlegen können. Leider scheint da die interne Konsensfindung in der Ampel noch nicht abgeschlossen. Da es bei unseren Anträgen aber um wirklich dringende Schließung von Gesetzeslücken geht, können und wollen wir im Interesse des jüdischen Lebens in Deutschland nicht länger warten, meine Damen und Herren. Meine abschließende Bitte an die Regierungsmehrheit in diesem Haus ist daher, stimmen Sie wenigstens unseren Gesetzesanträgen zu. Und umgekehrt darf ich Ihnen für meine Fraktion versichern, dass wir selbstverständlich weiterhin bereitstehen zu Gesprächen über einen gemeinsamen Antrag, wenn denn die Konsensfindung in der Ampel auch abgeschlossen ist. Denn, meine Damen und Herren, Eva Cepeschi hat recht. Wir haben die Verantwortung für das, was jetzt passiert. Günter Krings hat hier noch einmal die verschiedenen Gesetzentwürfe und Anträge der CDU-CSU, die jetzt hier beraten werden, vorgestellt. Bekämpfung von Antisemitismus, unter anderem einer Nie wieder ist jetzt Antisemitismus an Schulen, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen mit aller Kraft bekämpfen. Eigentlich sollte dieser Antrag gemeinsam mit den Ampelfraktionen eingebracht werden. Die Union ging es allerdings nicht schnell genug und deswegen hat man den Antrag jetzt schon eingebracht. Dirk Wiese für die SPD. Sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrter Herr Dobrindt. Die fürchterlichen Terrorangriffe der Hamas-Terroristen sind fast auf den Tag genau 6 Monate her. 6 Monate voller Trauer, Wut, Verzweiflung um die ermordeten und verletzten Israelis. 6 Monate voller Bange, Ungewissheit um die verschleppten israelischen Geiseln. Für uns ist gemeinsam klar, wir stehen in dieser schwierigen Zeit fester denn je an der Seite unserer israelischen Freunde. Und ich bin klar davon überzeugt, dass es Ihnen genauso geht. Auch Ihnen geht es um die Verteidigung Israels, den Schutz der Jüdinnen und Juden in Deutschland und die Bekämpfung von Antisemitismus, alles fundamentale Prinzipien Ihrer und unserer Politik. Und sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrter Herr Dobrindt, auch im Namen meiner Kollegen Konstantin von Notz und Konstantin Kuhle. Normalerweise geht es in diesem Haus um Mehrheiten, Mehrheiten für diese oder jene Position. Aber beim heutigen Thema geht es um mehr. Hier geht es um ein gemeinsames Bekenntnis, zu Werten, die überparteilichen Konflikten stehen sollten, ja stehen müssen. Und der Schutz und die Förderung jüdischen Lebens in unserem Land ist ein solcher Wert und eine Aufgabe, die wir nicht ohne Grund parteiübergreifend zur Staatsräson erklärt haben. Unser Ziel war und ist es, gemeinsam über die Grenzen der Fraktionen hinweg einen einzigen Antrag hier im Plenum des Deutschen Bundestages zu beschließen. Als Zeichen der Geschlossenheit, als Zeichen der Entschlossenheit, kein Einzelantrag nur einer Fraktion. Und ich bedauere es daher heute, dass wir einen Alleingang und damit einen Antrag nur hier haben bei diesem immens wichtigen Thema. Ich glaube, dieses Vorgehen wird dem Anliegen und der Relevanz des Themas nicht gerecht. Und es ist aus meiner Sicht und insbesondere auch aus der Sicht meiner Kollegen Konstantin von Notz und Konstantin Kuhle jeder Mühe wert, weiter an einem gemeinsamen Antrag zu arbeiten. Unser Ziel eines gemeinsamen Handels bleibt bestehen. Unsere Hand als Koalition gegenüber Ihnen bleibt ausgestreckt. Lassen Sie uns heute vereinbaren, dass wir die Gespräche gemeinsam fortführen. Vielen Dank. Dirk Wiese mit dem Angebot an die Opposition, gemeinsam einen Antrag zu erarbeiten. Nächster Redner ist Götz Frömming von der AfD, kommt er, und er ist einer der parlamentarischen Geschäftsführer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Union legt uns heute gleich 2 Anträge und 2 Gesetzentwürfe vor, um das Leben von Juden in Deutschland wieder sicherer zu machen. Man hat fast den Eindruck, dass sie von einem schlechten Gewissen getrieben sind. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Es war die Union, die 2015 unter Merkels Führung die Grenzen geöffnet hat. Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat 2017, 2 Jahre vor seinem Tod, die Schizophrenie ihrer Politik auf den Punkt gebracht.
Man kann nicht Antisemitismus bekämpfen und gleichzeitig Millionen Feinde der Juden ins Land holen. Antisemitismus an Schulen bekämpfen, bundesweite Meldepflicht für antisemitische Vorfälle einführen, so lautete der Antrag der AfD-Fraktion bereits vor 3 Jahren, haben wir ihn vorgelegt. Sie haben den Antrag abgelehnt, alle miteinander. Und jetzt legt uns die CDU einen ganz ähnlichen Antrag vor. Wenn Sie aber erst heute, nach dem 7. Oktober und den israelfeindlichen Demonstrationen auf unseren Straßen, nach den Skandalen auf der Documenta und der Berlinale, einen wachsenden Antisemitismus erkennen und beklagen, dann ist das ein Armutszeugnis. Das Problem des Antisemitismus an den Schulen ist ja lange bekannt und es korreliert mit der Zahl der muslimischen Schüler. Das ist eine Wahrheit, der wir endlich ins Auge blicken müssen. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Schüler mit Migrationshintergrund sich in der Schule antisemitisch äußert? Was machen die Lehrer, was macht die Schulleitung? Ich kann es Ihnen sagen, in den meisten Fällen nichts. Und natürlich kommt auch nicht die Polizei in die Schule, um diese Schüler abzuführen. Die kommt nur, wenn eine Schülerin ohne Migrationshintergrund Sympathien zur AfD erkennen lässt. Eine Zunahme des Antisemitismus an Schulen wird auch in anderen europäischen Ländern beobachtet. Konkreter muss es heißen, in westeuropäischen Ländern. In osteuropäischen Ländern gibt es dieses Problem so gut wie nicht. Zum einen, weil es dort weniger Muslime gibt, zum anderen aber auch, weil der moderne Antisemitismus dort nicht das linke, woke Biotop findet, in dem er heute besonders gut gedeiht, weil man ihn dort nicht unbedingt vermutet. Er tarnt sich als Israel-Kritik und betreibt unter dem Deckmantel der Postcolonial Studies eine perverse Täter-Opfer-Umkehr. Am Ende dieser Studien, die übrigens mit viel Geld von Bund und Ländern gefördert werden, steht dann der Vorwurf, dass Israel als Kolonialmacht einen Genozid an den Palästinensern verübe. Dieser postkoloniale Sumpf, meine Damen und Herren, muss nicht gefördert, er muss trockengelegt werden. Was machen eigentlich die vielen Antisemitismusbeauftragten, die Sie ernannt haben, wenn man sie einmal braucht? Nun, wir wissen es, die arbeiten sich lieber an der demokratischen Opposition, an der AfD ab. Die Aufgabe eines Antisemitismusbeauftragten besteht aber doch darin, den Antisemitismus zu bekämpfen und nicht die demokratische Opposition. Meine Damen und Herren, wenn Sie nur mit dem halben Einsatz, mit dem Sie sich an der AfD abarbeiten, Antisemitismus bekämpfen würden, dann wäre das Leben von Juden in Deutschland schon viel sicherer. Vielen Dank. Die nächste Rednerin in der Debatte kommt von den Bündnisgrünen, Lamia Kador. Sie ist die innenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, die AfD ist die letzte Partei, die glaubwürdig den Kampf gegen Antisemitismus hier für sich proklamieren kann. Hass und Hetze sind Jüdinnen und Juden in diesem Land inzwischen lange gewohnt. Selbst körperliche Gewalt müssen sie über sich ergehen lassen. Verschwörungen über jüdisches Leben und Wirken müssen sie qualvoll ertragen. Für alles Übel in der Welt verantwortlich gemacht zu werden, ist ein altes antisemitisches Narrativ, das seit Jahrhunderten existiert und dessen Auseinandersetzung damit Teil jeder jüdischen Identität weltweit ist. Jüdisch sein bedeutet, immer wieder in Ungewissheit über die eigene Sicherheit zu leben, andauernd die eigene Identität und das Selbstverständnis erklären oder rechtfertigen zu müssen. Und zu all dem Leid kommt, dass von Jüdinnen und Juden weltweit vielfach erwartet wird, nicht so oft über diese Diskriminierung zu sprechen, ihre Erfahrungen herunterzuschlucken und einfach nicht weiter aufzufallen. Aber geht es nicht endlich auch darum, dass wir uns selbst stärker die Frage stellen, was Bürgerinnen und Bürger mit jüdischem Glauben eigentlich von uns als Nichtjuden erwarten? Was erwarten Jüdinnen und Juden von uns in der Politik, wenn sie tagtäglich latenten und manifesten Antisemitismus erfahren? Wenn sie Angst um ihre Kinder in Kindergärten, Schulen und Universitäten haben? Wenn sie in ihre Synagogen und Gemeinden gehen wollen, eine Kippa, einen Davidstern tragen wollen? Was Sie jedenfalls nicht erwarten, sind Floskeln, leere Worte und vor allem parteipolitische Manöver, in denen Sie selbst allenfalls ein Mittel zum Zweck sind, ein austauschbares Mittel zum Zweck.
Für die jüdische Community erwartet zu Recht, dass wir als demokratische Fraktionen dieses höchsten Hauses des Landes unsere parteipolitischen Interessen zur Seite werfen und uns verdammt nochmal zu einer gemeinsamen, unmissverständlichen und wahrhaftigen Reaktion zusammenraufen bei allen Differenzen und Streitereien zwischen und innerhalb Regierung und Opposition, meine Damen und Herren. Die Bekämpfung des Judenhasses ist und bleibt eine zu tragende Rolle und Säule unseres demokratischen Staates. Und zwar nicht nur wegen der singulären Vernichtungsmaschinerie, die unsere Vorfahren mit dem Zivilisationsbruch der Shoah über dieses Land gebracht haben, sondern auch wegen des Hier und Jetzt im 21. Jahrhundert. Es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass die Union den interfraktionellen Weg verlassen und ihre eigenen Anträge in das Plenum einbringt. Ja, ich hätte mir auch eine schnellere Einigung gewünscht, Herr Frey. Hier jetzt mit dem Finger aber auf uns zu zeigen, wir seien schuld, das ist bei einem so fundamentalen Thema für unser Land mit seiner Geschichte und Zukunft wirklich absolut nicht angebracht. So etwas darf es nicht geben. So etwas darf es nicht geben. Liebe Union, kommen wir mal zu Ihren Anträgen, die wir heute hier debattieren. Sie weisen leider den immer gleichen parteipolitischen Reflex auf. Wenn es um Antisemitismus geht, wollen Sie stets mit dem Finger auf Minderheiten zeigen und Ihre politischen Gegner. Dass aber Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft, auch wenn hier negiert, existiert und wir uns alle selbst immer wieder reflektieren müssen, das kommt bei Ihnen kaum vor. Und das, obwohl laut Mitte-Studie über 20% der Deutschen offen antisemitische Einstellungen haben, antisemitische Narrative bis weit in die gesellschaftliche Mitte anschlussfähig sind und selbst die CSU in Bayern es nicht schaffen konnte, einen Wirtschaftsminister und Vizepräsidenten mit antisemitischer Vorgeschichte aus dem Kabinett zu entlassen. Angesichts dessen empfinden wir den von Ihnen gewählten Weg 6 Monate nach dem 7. Oktober als befremdlich, unangemessen und ohne jegliche Empathie für eben jene, die tagtäglich beim Betreten jüdischer Einrichtungen erst einmal Personenkontrollen über sich ergehen lassen müssen, wie am Flughafen. Eltern, die zunächst eine Einweisung und sicherheitsrelevante Verhaltensweisen bekommen müssen, bevor sie ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen dürfen. Ihre Irrungen und Wirrungen, verehrte Vertreterinnen und Vertreter von CDU und CSU, zeigen sich auch darin, dass ausgerechnet einige ihrer Mitglieder eine linke antideutsche Band zum Kronzeugen machen und ein Lied der Antilopen-Gang in den sozialen Netzwerken teilen. Allerdings machen diese Zeilen des Liedes Oktober in Europa, das am letzten Wochenende veröffentlicht wurde, tatsächlich auf künstlerische Weise gut deutlich, wie sich Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober in Deutschland fühlen. Es heißt darin, ich zitiere: Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi, führe lieber keine Diskussionen auf der Party. Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen, Hamas-Propaganda am Kreuzberger Häuserwänden. Osama wird auf TikTok zum Superstar. Linke Tasche Pepperspray, rechte Tasche Kubotan. Sie zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Omas Kette mit dem Stern trägt sie lieber wieder nicht. Zitat Ende. Die kontroversen Reaktionen auf den Song zeigen die Ambivalenz unserer deutschen Debatte. Zum einen lautstarke Kritik von links, die einen eigentlich eben auch aus dem linken Lager stammenden Künstlern vorwirft, zur falschen Zeit die falschen Schwerpunkte zu setzen und so das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu relativieren. Zum anderen Zustimmung von zumindest nicht linker Politikverdächtiger. Irgendetwas scheint hier in Schieflage geraten zu sein. Liebe Union, das Gute und Wichtige jenseits angesprochener inhaltlicher Differenzen ist jedoch, Sie können direkt wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wir haben einen geeinten Ampelantrag. Es stimmt also nicht zu behaupten, wir hätten keinen. Den gibt es seit, der liegt seit Montagabend vor und ich habe ihn mehrfach vorgeschlagen, ihn hinzuzuschicken. Den wollten Sie bisher nicht. Ja, das ist die Wahrheit. Josef Schuster sagte diese Woche, ich habe ihn dabei, Sie können auch direkt schriftlich haben von mir. Ausdruck liegt er da vorne. Josef Schuster sagte diese Woche, und ich zitiere, der Schutz jüdischen Lebens, und ich komme zum Ende, der Schutz jüdischen Lebens kennt keinen Raum für politisches Taktieren. Die Fraktionen sind in der Pflicht, den Geist der ursprünglichen Anträge zu erhalten und eine fraktionsübergreifende Antwort auf den anhaltenden Judenhass in unserem Land zu geben. Wir bitten und wir werden und wir hoffen, gemeinsam diesem Auftrag gerecht zu werden. Vielen Dank. Lamia Kadua war das, die innenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Der Bundestag debattiert den Punkt Bekämpfung von Antisemitismus. Zwei Gesetzentwürfe, zwei
weitere Entwürfe der CDU, CSU im Kampf gegen Antisemitismus. Linda Teuteberg von der FDP hat jetzt das Wort. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Situation und der Anlass dieser Debatte, die erlauben es nicht, alte Floskeln zu wiederholen, eine Art Selbsthypnose, sondern sie erfordern von uns eine ebenso klare wie beschämende Lagefeststellung. Antisemitismus hat Platz in unserem Land und international. Antisemitismus nimmt sich Platz und er betritt immer unverfrorener den öffentlichen Raum. Nach dem 7. Oktober 2023, der schlimmsten antisemitischen Barbarei seit der Shoah, müssen wir feststellen, ein Land, in dem weder junge Männer mit Kippa über die Straße laufen, noch junge Frauen auf Hebräisch telefonieren können, in dem Synagogen, Rabbiner und israelische Botschaften wie militärische Sperrbezirke geschützt werden müssen. Dass wir damit auch international mit dieser Situation nicht allein sind, macht es nicht besser. Es macht es umso besorgniserregender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb sehen wir uns als Freie Demokraten und auch als Ampelkoalition selbstverständlich verpflichtet, an einem gemeinsamen Antrag, einer gemeinsamen Stellungnahme zu diesem Thema zu arbeiten. Einige besonders wichtige Punkte sind uns dabei, dass wir etwa die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance jedenfalls in der Zuständigkeit des Bundes, der Bundesregierung, unseren Entscheidungen zugrunde legen und dass wir den bereits erfolgten Beschluss des Deutschen Bundestages zur BDS-Bewegung bekräftigen und umsetzen. Es schockiert immer wieder, wie geschichtsvergessen kann man sein, wenn man verdrängt, dass Gewalt und Demütigung, dass Entrechtung und Markierung mit Boykott begannen. Und auch, dass gestern in einem großen Berliner Buchhandlung die Bücher über Antisemitismus und eines prominenten Autors systematisch zerrissen wurden, zeigt auch eine dramatische Geschichtsvergessenheit einiger Aktivisten. Und es zeigt, bei Antisemitismus geht es auch um eine panische Angst vor der Kraft des geistigen Arguments. Und das zeigt auch, wie sehr es hier um eine ganz größere Auseinandersetzung geht. Denn ein verbindendes Element von Antisemitismus aus verschiedenen politischen Lagern und kulturellen Ursprüngen ist der Hass und die Verachtung des Westens als ideengeschichtlicher Ort und als Wertegemeinschaft. Der Erfolg liberaler Gemeinwesen wird als Imperialismus diffamiert. Dabei beruht er auf Werten, die uns wichtig sind, auf der Würde und Freiheit jedes Einzelnen, dem Recht zur Persönlichkeitsentfaltung und vielem mehr. Die Grundrechte der Wissenschafts-, Religions-, der Pressefreiheit, der Redefreiheit, die führen in der Regel auch zu erfolgreicheren Gesellschaften, in denen es mehr Innovation, mehr Wohlstand, mehr persönliche Freiheit gibt. Und das ist die eigentliche Auseinandersetzung, um die es hier auch geht. Und deshalb, es macht eigentlich sprachlos, wenn im Hamburger Bahnhof beispielsweise eine Performance abgebrochen wird, bei der Texte von Hannah Arendt gelesen werden. Solche Ereignisse machen einerseits menschlich verständlicherweise sprachlos, sie dürfen uns aber nicht sprachlos machen, sondern sie fordern uns zum Widerspruch auf, statt zum routinemäßigen Klatschen wie bei der Berlinale, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus kein Recht auf Geschichtsvergessenheit, keines noch auf Naivität und keins auf Konfliktscheu. Und wenn wir demnächst an 75 Jahre Grundgesetz gedenken, und das Grundgesetz ist zutiefst inspiriert von der Erschütterung nach den Verbrechen, die von Deutschen ausgingen, dem Zivilisationsbruch der Shoah, dann gilt es auch darüber zu sprechen, dass wir, und da sind wir offen, über konkrete Maßnahmen zu sprechen. Aber ich glaube, wichtiger als rechtspolitische Verschärfung ist tatsächlich, dass wir das Richtige aussprechen, dass wir die Dinge, die leider nicht mehr so selbstverständlich sind, klären. Denn die Lehrerin in Neukölln, der Polizist auf der Straße oder der Leiter einer Hochschule, die stehen ja vor Entscheidungen, wie sie sich verhalten. Und ob die Lehrerin etwas zur Anzeige bringt oder ob der Universitätspräsident dafür sorgt, dass das Hausrecht ausgeübt wird, das findet ja statt, bevor staatliche Behörden eingreifen.
Das heißt, dass wir als Politik, und deshalb ist der gemeinsame Antrag so wichtig, das klare Signal setzen, dass wir diesen Menschen den Rücken stärken. Auch deshalb ist dieser Antrag gemeinsam so wichtig. Und ich zitiere, weil es da an schwierige Dinge geht, auch kurz den Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hicke. Der sagt nämlich, wir pumpen unglaublich viel Geld in das Empowerment von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Aber Ungleichwertigkeitsgedanken innerhalb von Minderheiten blenden wir zu oft aus. Zum Beispiel Ungleichwertigkeitsvorstellungen von Mann und Frau im orthodoxen Islamverständnis. Ich ergänze, wir könnten das auch beziehen auf antisemitische Vorfälle. Das zu kritisieren, wird zu oft mit dem Vorwurf des Rassismus abgewehrt. Und das lernen Kinder und Jugendliche derzeit in vielen Projekten. Und deshalb müssen wir als Politik zeigen, wir stärken den Lehrerinnen und Lehrern, den Polizistinnen und Polizisten, den Hochschulleitungen und alle, die das Grundgesetz täglich auf der Straße, auf dem Pausenhof durchsetzen müssen, den Rücken. Das muss das Thema und das Anliegen eines solchen gemeinsamen Antrages sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Union genau diese gute Absicht auch verfolgt, dass die Partei von Konrad Adenauer und Helmut Kohl an genau diesem Zeichen, dass die Fraktion der Mitte in diesem Haus die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, auch eine mentale Zeitenwende, die gestern zu Recht in der Aktuellen Stunde gefordert werden, dass wir diese westlichen Werte, für die der Umgang mit Jüdinnen und Juden in einer liberalen Gesellschaft der Prüfstein ist, dass wir die gemeinsam entschlossen verteidigen. Und für diese Gespräche stehen wir bereit. Wir wollen nicht Gräben einreißen, wir wollen Brücken bauen. Wir werden diese Brücken noch dringend brauchen. Vielen Dank. Linda Teuteberg für die FDP. Die nächste Rednerin kommt von der CDU-CSU, Gitta Connemann. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Frau Präsidentin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Heute geht es um den Schutz jüdischen Lebens. Sollte es eigentlich. Denn was wir jetzt an Beiträgen erlebt haben seitens der Ampel, wird dem nicht gerecht. Ich höre, dass Dirk Wiese in seinem Antrag, und ich bedauere das in seinem Beitrag, und ich bedauere das zutiefst, mit keinem Wort auf unseren Antrag eingegangen ist. Das Thema war es ihm offenkundig nicht wert. Und das ist schon dem Grunde nach ein Problem. Aber es wurde getoppt von der Kollegin Kador. Ich kann es Ihnen nur sagen, wenn man in dieser niveaulosen Art dann auch noch die Unwahrheit sagt, dann ist es kaum mehr erträglich. Wir warten bis heute auf einen gemeinsamen Antrag von Ihnen, weil Sie nicht in der Lage sind, sich zu einigen. Wie lange wollen Sie noch zusehen, dass jüdisches Leben in Deutschland ungeschützt agiert? Und wir haben die Antwort, stimmen Sie unserem Antrag zu. Oder unseren Anträgen. Dabei geht es auch um die Situation von jüdischen Studierenden in diesem Land. Werden deutsche Universitäten zu No-Go-Areas? Hat jetzt der Tagesspiegel gefragt. Und die Antwort von jüdischen Studierenden war ja. Sie erleben Angriffe, sie erleben Diskriminierung, Isolation, verbal, körperlich, Tag für Tag, und zwar nicht erst seit dem 7. Oktober. Sie werden beleidigt. Sie werden am Besuch von Vorlesungen gehindert. Sie werden bedroht. Sie werden überfallen. Jüdische Studierende erleben täglich Hass und Hetze. Und das ist unerträglich. Und das sage ich hoffentlich nicht nur im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Folge: Sie trauen sich nicht mehr auf den Campus. Eltern sagen ihren Kindern, verschweige, dass du jüdisch bist. Sie verstecken sich, sie brechen ihr Studium ab, sie verschwinden aus der Öffentlichkeit. Und wir sehen zu. Asten, Wissenschaft, Medien, die sich sonst immer zu Wort melden, schweigen. Rektoren ducken sich weg. Lav Shapira versteckte sich nicht. Dafür wurde er krankenhausreif geschlagen und musste auch noch ertragen, wie die SPD-Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra diese
Gewalttat relativierte. Hat sie nicht das? Wenn Lahav an die FU Berlin zurückkehrt, wird er seinem Angreifer wieder begegnen müssen, denn der Täter kann derzeit nicht exmatrikuliert werden. Diese Möglichkeit wurde den Hochschulen hier vom rot-rot-grünen Senat genommen 2021. Und ich bin Kai Wegner und dem neuen Senat zutiefst dankbar, dass sie gehandelt haben, dass das Berliner Hochschulgesetz geändert wird und die Möglichkeit zur Exmatrikulation wieder eingeführt wird. Wer einen Kommilitonen krankenhausreif schlägt, hat an einer Uni nichts zu suchen, und zwar deutschlandweit nicht. Deshalb fordern wir eine bundesweit einheitliche Regelung, und dafür muss sich die Bundesregierung bei der KMK und der Wissenschaftskonferenz einsetzen. Wir müssen den Hochschulleitungen den Rücken stärken, und zwar bundesweit. Aber damit allein ist es nicht getan. Wir brauchen darüber hinaus andere Maßnahmen, wie den Besuch von KZ-Gedenkstätten für Schulen zur Pflicht zu machen. Bislang gibt es dies nur in Bayern, aber wir müssen die Erinnerung an die Shoah wachhalten, um zu verhindern, dass es sich wiederholt. Übrigens egal, ob von Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten. Judenhass ist Judenhass. Und wir sind gemeinsam gefordert, dagegen anzukämpfen. Und deshalb noch einmal die Bitte. Es geht um den Schutz jüdischen Lebens. Frau Kollegin. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Machen Sie ihn damit zum Antrag aller demokratischen Fraktionen. Sorgen Sie dafür, dass sich Jüdinnen und Juden 2024 in diesem Land nicht anfühlen wie 1933. Gita Konnemann mit dem Appell, dem Unionsantrag zuzustimmen. Sie weiß natürlich genau, dass das die Ampel nicht tun wird. Es gibt nach wie vor ein Gesprächsangebot, was Dirk Wiesia unterbreitet hat, einen gemeinsamen Antrag mit den Ampelfraktionen. Allerdings dauert das eben alles so lange. Deswegen bringt die Union heute alleine ihren Antrag ein. Simona Koss für die SPD. Ich möchte zu Beginn, auch wenn es schon dargestellt wurde, noch mal kurz daran erinnern, wo wir gerade stehen. Der brutale Übergriff der Hamas auf Israel war der blutigste Pogrom seit der Shoah. Noch immer, nach einem halben Jahr, befinden sich israelische Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Der Angriff auf Israel hat auch Jüdinnen und Juden in Deutschland in Angst und Schrecken versetzt. Nichts, nichts ist mehr, wie es war. Die ohnehin hohen Zahlen antisemitischer Straftaten sind seitdem nach oben geschnellt. Wir erleben anti-israelische und antisemitische Äußerungen an Hochschulen, auf nahezu allen kulturellen Großveranstaltungen im Land, auf der Straße, selbst im Schulunterricht. Jüdisches Leben in Deutschland ist so gefährdet wie lange nicht, meine Damen und Herren. Und es ist gute Tradition, dass die demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag beim Thema Antisemitismus geschlossen auftreten. Diese langjährige Praxis ist Ausdruck der besonderen Verantwortung Deutschlands für den Schutz jüdischen Lebens. Deshalb erschreckt es nicht nur mich, dass die Union durch ihr einseitiges Agieren diesen Konsens aufgekündigt hat. Ist es wirklich nötig, dass Sie in der Bild-Zeitung die Zusammenarbeit mit der Koalition bei diesem Thema infrage stellen? Ich bedauere Ihr Vorgehen zutiefst, zumal, meine Damen und Herren, unsere Gespräche ja noch andauern. Kein geringerer als der Zentralrat der Juden in Deutschland hat immer wieder inständig darum gebeten, einen überfraktionellen Antrag zur Bekämpfung des Antisemitismus auf den Weg zu bringen. Als ein wichtiges Zeichen an die Gesellschaft und an die jüdische Gemeinschaft. Ich kann nicht glauben, dass Sie darüber hinwegsehen. Warum nehmen Sie diesen Wunsch nicht ernst? Der Geschäftsführer des Zentralrats hat sogar eigens angeboten, die Vermittlerrolle zu übernehmen und hat uns alle zum Gespräch eingeladen. Diese Einladung zeigt nachdrücklich, welch große Bedeutung ein gemeinsamer Antrag für den Zentralrat hat. Dabei ist die Bekämpfung von Antisemitismus ausdrücklich nicht die Sache von Jüdinnen und Juden. Das, meine Damen und Herren, ist unsere eigene Aufgabe und Verpflichtung hier im Deutschen Bundestag.
Übrigens, dieses vermittelnde Gespräch sollte eigentlich jetzt stattfinden, parallel zum Plenum. Aber Sie zwingen uns ja diese Scheindebatte auf und nehmen damit in Kauf, den Zentralrat der Juden zu brüskieren. Warum tun Sie das, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich wünsche mir wirklich, dass wir hier konstruktiv und über einen gemeinsamen Antrag diskutieren. Umso mehr, weil wir deutliche inhaltliche Schnittmengen haben. Bei der Verfolgung antisemitischer Straftaten müssen alle Richtungen im Blick behalten werden. Strafen müssen sofort erfolgen. Die Hochschulen müssen auf antisemitische Vorfälle deutlicher reagieren können. Die Kultur muss aus der Schockstarre erwachen und sich das Schweigen abgewöhnen. Wir wollen den interreligiösen Dialog stärken. Wir wollen heutiges jüdisches Leben schützen und noch deutlicher erfahrbarer und wahrnehmbarer machen. Es muss mehr Informationen geben, auch im Zuge von Einwanderung und Integration. Ende Januar haben wir in der Gedenkstunde die Worte von Marcel Reif gehört. Sein Vater, ein Holocaust-Überlebender, hat ihn stets gemahnt, sei ein Mensch. Das bedeutet für mich Mitgefühl zeigen und sich für die Betroffenen einsetzen. Genau das, meine Damen und Herren, sollten wir tun und genau das sollten wir voranbringen. Deshalb appelliere ich mit Nachdruck an die Union. Verlassen Sie den Irrweg. Lassen Sie uns in guter Tradition bei diesem wichtigen Thema ein gemeinsames, deutliches Zeichen setzen. Nehmen Sie unser Gesprächsangebot an und Sie hören bitte auf zu schreien. Danke. Simone Koss von der SPD war das. Nächste Rednerin kommt von der AfD, Beatrix von Storch. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Historische Verantwortung übernehmen, jüdisches Leben in Deutschland schützen. Der Antrag der CDU ist eine echte Premiere im Deutschen Bundestag. Erstmals benennt eine Mainstream-Partei klar den muslimischen Antisemitismus ohne die Nebelkerze Kampf gegen Rechts. Herzlichen Glückwunsch. Aber seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober sollte jedem klar sein, dass jüdisches Leben in Deutschland nicht von rechts bedroht wird, sondern von dem fanatisierten islamischen Mob und von Geschichtsvergessen ohne Ende. Ja, genau, wir reden drüber. Und von der woken postkolonialen Linken, personifiziert in ihrer aller Klima-Ikone Greta Thunberg und ihrer Säulenheiligen der Urmutter des Gender-Gaga Judith Butler. Deutschland, Dunkeldeutschland liegt nicht in Sachsen oder Thüringen. Dunkeldeutschland liegt auf der Berlinale der Documenta und das sind die linksgrünen Universitäten. Wenn die AfD in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg an die Regierung kommt, dann wird Ostdeutschland ein Safe Space für jüdisches Leben, so wie heute Orbáns Ungarn. Zum Antrag. Sie fordern jetzt, antisemitischen Straftätern mit Doppelpass die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Wir haben nichts anderes immer gefordert und dafür werden wir demosisiert, auch von Ihnen bis heute. Sie fordern jetzt, den tatsächlichen politischen Hintergrund antisemitischer Straftaten zu erfassen, der eben meist islamisch ist und nicht rechts. Wir haben nichts anderes immer gefordert. Dazu unsere kleine Anfrage Juni 21, Drucksache 19-30591. Sie fordern jetzt ein Organisationsverbot der BDS-Bewegung. Wir haben den Antrag bereits gestellt, April 2019, Drucksache 19-9757. Sie haben ihn abgelehnt. Sie fordern jetzt ein hartes Vorgehen gegen Hisbollah und islamischen Terror. Wir haben den Antrag für ein Organisationsverbot bereits gestellt, Juni 2019, Drucksache 19-10624. Sie haben ihn abgelehnt. Sie fordern jetzt die Schließung des islamischen Zentrums in Hamburg. Wir, die AfD-Fraktion in Hamburg, hat diesen Antrag bereits gestellt. September 2017, Drucksache 21-10476. Die CDU in Hamburg hat ihn abgelehnt. Sie fordern jetzt, die Terrorfinanzierung über die Entwicklungshilfe zu beändern. Nennen wir es beim Namen, der UNRWA den Geldhahn zudrehen. Wir haben das bereits beantragt. Juni 2021, Drucksache 19-30414. Sie haben das abgelehnt. Und nochmal Oktober 23, Drucksache 208739. Sie haben das abgelehnt.
Liebe Wähler, vergessen Sie nicht, dass wir das ganze Problem, über das wir hier reden, mit Terror, muslimischem Terror und Antisemitismus in dieser Dimension nur haben wegen Merkels Grenzöffnung 2015. Und solange Sie mit Merkel nicht offen brechen, sind Ihre Forderungen unglaubwürdig. Aber jetzt kommt das Wichtigste, liebe CDU, CSU. Alle die Forderungen, die ich zitiert habe und noch mehr aus Ihrem Antrag, sind richtig und überlebenswichtig. Sie sind dringend im Interesse des jüdischen Lebens, hat Professor Krings gerade gesagt. Dringend im Interesse jüdischen Lebens. Das stimmt. Aber alles das bedarf einer politischen 180-Grad-Wende. Und Sie wissen, es gibt diese niemals mit einem grünen oder einem roten Koalitionspartner. Herr Professor Krings, Sie haben das gerade zwischengerufen zu Frau Kaddour. Wie wollen wir denn da einen Kompromiss erzielen? Vollkommen richtig. Das gibt es nur mit der AfD. Der überlebenswichtige Politikrichtungswechsel Deutschlands liegt in Ihrer Hand. Sie entscheiden, ob es ihn geben wird oder ob die Rettung Deutschlands an Ihrer Brandmauer zerschellt. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Marlene Schönberger, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, dass es der AfD beim Thema Antisemitismus rein um ihre eigene rassistische Agenda geht, ist so offensichtlich wie schäbig. Ich will mit einem Zitat beginnen. Der größte Schmerz bei Betroffenen ist nicht die antisemitische Tat, sondern das Schweigen der anderen. So Nathalie Friedländer von der Bildungsstätte Anne Frank. Was sie anspricht, ist das Schweigen angesichts antisemitischer Demos und israelfeindlicher Hörsaalbesetzungen. Schweigen, wenn Plakate heruntergerissen werden, die an die Kinder erinnern, die von der Hamas verschleppt wurden. Wenn die einen von Meinungsfreiheit sprechen, besuchen jüdische Studierende aus Angst keine Vorlesungen mehr. Denn Antisemitismus beginnt nicht erst, wenn aus Parolen ein Faustschlag wird. Und Antisemitismus an Hochschulen ist auch nichts, was von Einzelnen ausgeht. Nichts, was man durch Exmatrikulation Einzelner aus der Welt schaffen könnte. Und wer das denkt, der sieht nicht hin. Das Problem ist eine Gesellschaft, in der Antisemitismus seit Jahrhunderten tief verwurzelt ist. Eine Gesellschaft, in der der Antisemitismus von sehr vielen geteilt, nicht verstanden oder aber achselzuckend hingenommen wird. Dieser unsägliche Zustand zeigt das Versagen der letzten Jahrzehnte und er muss beendet werden. Ja, Studierende und Mitarbeitende an Hochschulen, die Antisemitismus befeuern, sollten mit klaren Konsequenzen rechnen müssen. Wer aber antisemitische Normalität durch Law-and-Order-Politik auflösen will, der irrt sich. Der Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz, in dem die Antisemitismusdefinition der IRA angenommen wurde, sowie durch die KMK verabschiedete Aktionsplan, müssen umgesetzt werden. Antidiskriminierungsstellen an Unis müssen zu Antisemitismus geschult werden, um Jüdinnen und Juden besser unterstützen zu können. Und ja, wir brauchen eine Bildungsoffensive. Denn ein wirksamer Kampf gegen Antisemitismus braucht Pädagoginnen, Dozierende, Juristinnen, aber auch KuratorInnen und PolitikerInnen, die begreifen, was Antisemitismus eigentlich ist. 2017 befindet das Düsseldorfer Oberlandesgericht, der Brandanschlag auf die Wuppertaler Synagoge sei keine antisemitische Tat, sondern Protest gegen Israel. 2020 brüllt ein Neonazi bei einer Demo Judenpresse und Judenpack. Die Staatsanwaltschaft sieht keine Volksverhetzung und stellt die Ermittlungen trotz Beschwerden zweimal ein. Das zeigt, keine Strafrechtsverschärfung wird uns helfen, Antisemitismus besser zu bekämpfen, wenn es weiter am Wissen scheitert. Studien zeigen, Menschen besuchen bei uns jahrelang Schulen und Universitäten und es gelingt uns nicht, dass sie das eigene antisemitische Weltbild reflektieren. Liebe Kolleginnen, Inhalte zum Antisemitismus, zu Israel und zum Alltag von Jüdinnen und Juden müssen entlang der ganzen Bildungskette verankert werden. Es ist Zeit, das gemeinsam mit den Ländern auch anzugehen.
Und hier sind wir bei dem Thema, das über der heutigen Debatte schwebt. Im Kampf gegen den Antisemitismus können wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Nur wenn wir es ernst meinen, wenn es uns dabei nicht um die eigene politische Agenda geht, wenn wir bereit sind, eigene Einstellungen zu reflektieren und Kompromisse einzugehen. Jüdinnen und Juden haben zu Recht hohe Ansprüche an dieses Parlament. Auf viele Maßnahmen warten sie seit Jahrzehnten. Liebe Union, wir haben das gleiche Ziel. Davon zeugt auch Ihr Antrag zu Antisemitismus im Bildungsbereich, der sehr viele wichtige Ideen enthält. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, nennt deshalb die Anträge, die wir gerade versucht haben, zu einem gemeinsamen zu verschmelzen, ein starkes Signal, eine Sternstunde. Jetzt diesen gemeinsamen Weg aufzugeben, wird unserer Verantwortung nicht gerecht. Meine Kollegin Lamia Kador hat ihn bereits zitiert, weil es perfekt ausgedrückt ist, wenn Josef Schuster diese Woche sagt, der Schutz jüdischen Lebens lässt keinen Raum für politisches Taktieren. Eine Sternstunde des Parlaments darf nicht untergehen im Kleinmut. Ja, dieser Appell geht an uns alle. Jüdinnen und Juden, in der größten Bedrohungslage seit der Shoah zur Seite zu stehen, ist unser aller Verantwortung. Aber vor allem an Sie von der Union appelliere ich. Setzen wir ein starkes Zeichen. Gehen wir den Weg im Kampf gegen den Antisemitismus gemeinsam für eine weitere Sternstunde des Parlaments. Marlene Schönberger war das von den Bündnisgrünen, auch sie mit dem Appell, gemeinsam voranzuschreiten. Die Union legt ja hier mehrere Anträge vor, weil es ihr einfach zu langsam geht. Wolfgang Kubicki ermahnt jetzt nochmal die Abgeordneten, während der Plenarsaalsitzung nicht mit dem Handy zu telefonieren. So, der nächste Redner kommt von der FDP und heißt Peter Heidt, ist der Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt in Deutschland Antisemitismus an Schulen, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen. Die Bildungseinrichtungen sind da leider ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich nochmal Frau Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger für ihre sofortigen, klaren und deutlichen Worte danken. Sie haben sie ja sogar zitiert in Ihrem letzten Antrag. Nie wieder ist jetzt Antisemitismus sollte und darf es in unserer Gesellschaft nicht geben. Dankenswerterweise hat die Bildungsministerin eine Befragung zu Antisemitismus an Hochschulen vorgestellt. Mit dieser Antisemitismusstudie leisten wir einen sehr wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Datenlage. Das Bildungsministerium ist im Bereich der Antisemitismusforschung mit vielfältigen Maßnahmen aktiv und wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass in jedem Kontext der Förderung von Vorhaben mit potenziell antisemitischem Charakter ausgeschlossen wird. Projekte, die antisemitisches Gedankengut enthalten, erfüllen nicht den Standards der guten wissenschaftlichen Praxis und sind von der Förderung auszuschließen. Schulen, Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen sollen Orte der maximalen Freiheit sein, aber keine rechtsfreien Räume. Daher müssen wir hier im Bundestag uns auch geschlossen darüber einig sein, liebe Union, und nicht im Alleingang das machen. Der jetzt vorgelegte weitere Antrag im Bildungsbereich ist ein Sammelsurium von Forderungen. Da stehen auch gute, interessante Dinge drin. Aber die meisten Forderungen sind reine Ländersachen. Und ich frage mich ganz ehrlich, niemand hindert Sie daran, da wo Sie Landesregierungen führen, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Hindert Sie kein Mensch daran, auch dieser Bundestag nicht. Und es ist sehr interessant für mich, dass Sie offensichtlich immer wieder reinschreiben, wenn Sie das lesen, zusammen mit dem Bund. Machen Sie es doch bitte einfach. Machen Sie es einfach. Und ich will nur mal ein Beispiel nennen. Die Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann war vor einigen Tagen in der Uni in Kiel. Die ist dort von anti-israelischen Menschen niedergebrüllt worden. Die Reaktion der unionsgeführten Landesregierung? Null. Keine Konsequenzen, keine Aktionen. Das Einzige, die Bildungsministerin bei Ihnen, Kollegin Prieben, hat sich entschuldigt. Natürlich kann man mit einer Entschuldigung das Problem nicht aus der Welt schaffen. Insofern fordere ich die Union auf, selbst aktiv zu werden.
Wir Freien Demokraten sind sehr entschiedene Kämpfer gegen Antisemitismus. Ich bin auch stolz auf meine eigene Partei, weil wir, glaube ich, an der Stelle sehr klar sind. Wir leben es auch auf allen Ebenen. In meiner Heimatstadt Bad Nauheim haben wir eine jüdische Gemeinde. Wir unterstützen die als FDP sehr intensiv. Enger Austausch im Wetteraukreis, mein Kreis, haben wir konkrete Vorschläge erarbeitet, die wir jetzt umgesetzt haben. Mehr finanzielle Unterstützung bei Schülerfahrten zu ehemaligen Konzentrationslagern. Ein großes Sammelsurium. Und deshalb fordere ich die Union auf, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass unsere Schulen Wissenschaftseinrichtungen Orte sind, an denen die Vielfalt geschätzt wird und denen jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, Religion und Weltanschauung respektiert wird. Sehr geehrter Herr Präsident, mehr denn je an dem heutigen Tag bin ich der Auffassung, Julian Assange sollte sofort freigelassen werden. Vielen Dank, Herr Kollege Haidt. Nächster Redner ist der Kollege Michael Brellmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir erleben auch in diesen Tagen, wie präsent der Antisemitismus in unserem Land ist. In der vergangenen Woche hat es einen Anschlag auf eine Synagoge in Oldenburg gegeben. Und an diesem Wochenende, jetzt, wollen sich Hunderte von Israel-Hassern und Feinden hier in Berlin in der Bundeshauptstadt versammeln. Und das zeigt auf die vielen Debatten, auf die vielen Aktuellen Stunden und auch auf die vielen berechtigten verbalen Verurteilungen gegenüber Antisemitismus hier in diesem Plenum, müssen jetzt endlich auch konkrete Handlungen der Bundespolitik erfolgen. Und deswegen bringen wir unsere Anträge an. Und ich will das auch noch mal hier ganz persönlich sagen. Natürlich stehen wir dem Wunsch der Ampel für eine gemeinsame Initiative offen gegenüber. Doch sie konnten sich nun mal als Ampelkoalition in den letzten Wochen nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Das zeigen doch 6 Reden der Ampelkoalitionäre hier in dieser Debatte. Es gibt bei Ihnen keine gemeinsame Linie. Und ich will... Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von Notz, Bündnis 90 Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege Breimann, herzlichen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Und ich will Ihnen gleich sagen, ich komme im Frieden und I come in peace. Und mit dem Gedanken, dass wir das wirklich zusammenstricken sollten. Und ich will das noch mal ganz klar sagen, das eint uns. Und ich bitte, keine falschen Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Sie wissen, dass Sie haben den Antrag auch zugeschickt bekommen. Es gibt einen gemeinsamen Antrag der Ampel. Der ist die Gesprächsgrundlage, die wir haben. Und ich will überhaupt keine Schuld verteilen, weil das niemandem hilft und übrigens auch niemanden interessiert. Wir müssen gemeinsam das zusammenbringen. Der Grund, warum das jetzt gedauert hat, ist vielfältig. Er hat auch mit Krankheitsausfällen zu tun und anderes. Das ist so. Hallo, Leute, wirklich, ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen bei so einem ernsten Thema. Es geht nicht, dass die Union so desperat agiert, wenn es um staatstragende Dinge hier geht. Ja, deswegen bitte ich wirklich, es muss uns ein, das zusammen hinzubekommen. Und ich weiß, Herr Breimann, dass Sie das Interesse auch haben. Und deswegen mein Appell, nehmen Sie zur Kenntnis, wir haben eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. Lassen Sie uns schnell zusammensetzen und das gut gemeinsam hinbekommen. Sehr geehrter Herr Kollege Dr. von Notz, ich habe von Ihnen, von den Fraktionen der Ampel, einen Entwurf vorgelegt bekommen. Und es war nicht ich, der gesagt hat, dass das keine Gesprächsgrundlage sein kann. Es war die Kollegin Koss von der SPD-Fraktion. Und das auch völlig zu Recht. Und ich will das auch begründen. Denn dann sind wir schon bei den Punkten, die für uns ganz grundsätzlich von wesentlicher Bedeutung sind. Denn wenn Sie Antisemitismus, Israel-Hass bekämpfen wollen, dann müssen Sie ihn auch benennen können. Und wir haben eine AIWA-Definition, die international von 43 Staaten, von der Europäischen Kommission und auch vom Deutschen Bundestag anerkannt ist. Und diese AIWA-Definition, die hat sich in dieser Entwurfsverfassung nicht ergeben. Sie war da nicht. Ja, dann geben Sie die aktuelle Version doch endlich mal an uns raus. Dann geben Sie die aktuelle Version an uns raus. Wir haben von Ihnen keine Version bekommen.
Darf ich bitte darauf hinweisen, dass der Redner eigentlich seine Rede halten soll und wir nicht im Ausschuss sind, wo man es wechselt? Aber das ist ja interessant. Ich meine, ich kriege das hier vis-à-vis mit. Sie behaupten, ich hätte von Ihnen eine zweite Entwurfsverfassung gegeben, Ich habe von Ihnen einen Entwurf bekommen von den Ampelfraktionen. Und Frau Kaddor sagt ja gerade selber eine Falschbehauptung. Ich wollte keinen Entwurf. Das indiziert ja, dass ich keinen weiteren Entwurf von Ihnen bekommen habe. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Es ist für uns Grundvoraussetzung, dass diese AIWA-Definition, und die war in der ersten Entwurfsverfassung nicht, dass die ohne Abstriche, ganz klar, und keine weitere andere Definition, auch nicht die Jerusalemer Declaration oder andere Definitionen, sich in diesem Entwurf wiederfinden. Das haben wir immer so kommuniziert. Und ich sage Ihnen auch, warum wir das so wollen. Wir wollen nämlich auch, dass insbesondere bei Bundesfördermittelanträgen die Bundesregierung zukünftig ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung einholt, dass auch das Existenzrecht Israels und die Ablehnung von Antisemitismus gemäß genau dieser AIWA-Definition umfasst. Denn das ist die Antwort auf die unsäglichen Ausfälle bei Berlinale und Documenta. Und das müsste doch normalerweise hier Konsens in diesem Parlament unter Demokratinnen und Demokraten sein. Und ich kann, das sage ich auch noch mal, ich kann auch Ihre Ablehnung in Bezug auf unsere Vorschläge bei den Änderungen des Strafgesetzbuches nicht verstehen. Nicht zuletzt auch unter generalpräventiven Aspekten ist es doch wichtig und von herausragender Bedeutung jetzt in dieser Zeit, dass wir antisemitische Straftaten nicht nur konsequent verfolgen, sondern auch schuldangemessen ahnden. Und Sie selbst haben doch eine nationale Strategie gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens auf den Weg gebracht. Und da haben Sie selber festgelegt, dass weitere Maßnahmen wörtlich in der Schließung von Gesetzeslücken und der konsequenten Ausschöpfung repressiver Möglichkeiten liegen. Wir haben Ihnen konstruktiv hier eine Ausfüllung Ihrer eigenen Strategie auf den Weg gelegt. Stimmen Sie doch zu, das wäre doch ein gemeinsames starkes Zeichen. Und ich möchte auch noch mal deutlich sagen, ein glaubhaftes Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israels. Das muss nach unserer Grundüberzeugung zukünftig Voraussetzung für eine Einbürgerung in Deutschland sein. Denn das Existenzrecht Israels, und da werden Sie mir sicherlich zustimmen, gehört zu den Grundlagen unseres Landes. Und wenn es um die Grundlagen unseres Landes, wenn es um die deutsche Staatsräson geht, dann kann deutsche Staatsbürgerin, dann kann deutscher Staatsbürger nur werden, wer dieses Bekenntnis glaubhaft abgibt. Da müssen Sie doch zustimmen normalerweise bei diesem Antrag. Und ich sage Ihnen auch, Frau Kollegin Koss, ich schätze Sie sehr, wir haben in vielen Punkten sicherlich eine Meinung, eine gemeinsame Meinung. Aber jetzt hier uns Scheindebatten vorzuhalten, in dieser Debatte, nachdem wir wochenlang Gesprächsbereitschaft gezeigt haben. Es hat nur einen einzigen Termin gegeben. Sie waren sich ja sogar bei den Terminfindungen nicht mal einig. Selbst das hat ja untereinander nicht geklappt. Und das habe ich auch alles, haben wir alles akzeptiert. Aber uns hier Scheindebatten vorzuhalten, während Sie nicht in der Lage sind, eine gemeinsame Linie zu finden. Wie konstruktiv müssen wir denn sein, dass wir hier im Plenum mehrere Gesetzentwürfe, mehrere Anträge zur Debatte stellen und Sie sich hier hinstellen, die inhaltlich überhaupt nicht bewerten, sondern uns nur irgendwelche Schuldzuweisungen geben wollten. Wir würden mit Ihnen nicht sprechen und nicht verhandeln. Das ist für eine Bundesregierung ein Armutszeugnis bei dieser wichtigen, bedeutenden Geschichte. Und deswegen lade ich Sie ganz herzlich ein. Sie können heute ein gemeinsames und starkes Zeichen setzen. Und ich bin mir sicher, auch Jüdinnen und Juden werden das in unserem Land honorieren. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Breimann. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Helge Lind ist der Sprecher für Demokratie der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt schäme ich mich etwas, wenn ich an manche Debatten denke, die wir zum Thema Antisemitismus im Innenausschuss oder auch in einigen anderen Gremien geführt haben. Und zwar jetzt nicht als Vorwurf
an die Opposition oder an die Koalition, sondern einfach deswegen, weil wir, wenn wir ehrlich sind, uns um uns selbst gedreht haben. Aber es sollte um jüdische Perspektiven gehen. Und da ist es, auch wenn ich diese Debatte hier sehe, nicht relevant, wer wann wie gepunktet hat, wer Recht hatte oder wer wann welche Mail an wen geschrieben hat. Wo sind die jüdischen Blickwinkel? Das ist die Frage, die im Mittelpunkt stehen sollte. Wir erleben, dass wir debattieren über Antisemitismus-Definition, aber allzu oft ohne Juden. Nicht-Juden erklären Juden, was Antisemitismus sei und was sie als Antisemitismus empfinden sollten oder nicht. Wir erleben, dass Personen öffentlichen Lebens best ausgebildet, best informiert, im Wissen um den Boykott jüdischer Geschäfte im Nationalsozialismus, jetzt zum Boykott jüdisch-israelischer Unternehmen aufrufen und das dann auch noch mit dem Argument rechtfertigen, sie täten das ja für jüdische Menschen. Und um das noch zu toppen, tritt ein großer Verbreiter von Antizionismus und Antisemitismus, Roger Waters, eine Schande für die Popkultur, öffentlich auf und sagt jüngst, ja, er unterstütze nur Real Jews, wirkliche Juden. Frei nach Görings, wer Jude ist, bestimme ich. Sie werden dabei feststellen, beim Antisemitismus spielen offensichtlich allzu oft Jüdinnen und Juden und ihre Realität keine Rolle. Paul Bodor hat das prophetisch vor einiger Zeit formuliert. Er wies darauf hin, es gebe zweierlei Juden. Solche, von denen anderes behaupten, und solche, die sich als solche bekennen. Das sei ein riesiger Unterschied. Aber dieser Unterschied verschwinde von Zeit zu Zeit, zum Beispiel im Krematorium. Das ist der Ernst, über den wir hier heute zu reden haben. Denn er hatte recht. Und wir stellen fest, wenn wir an manche intellektuelle oder künstlerische Kreise denken, dass dort manchmal geradezu fixiert, manisch besessen, Einstellung und Meinung über jüdische Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker vorhanden sind. Es wäre aber schön, wenn gleichermaßen deutliche Meinungen etwa über Herrn Raisi oder Ali Khamenei und über die iranische Regierung vorhanden wären. Denn diese iranische Regierung, mit der sich dieselben Leute nicht entsprechend manisch befassen, ist nicht nur bekannt für ihren virulenten Antisemitismus, sondern auch dafür, dass sie massenhaft Muslime hingeschlachtet hat und wahrscheinlich das größte Risiko, die größte Gefahr für den Weltfrieden ist. Und es ist auch kein Zufall, dass ein Idol meiner Kindheit noch, weil ich ihn schätzte als Unterstützer des Wahlkampfs von Willy Brandt, Günter Grass ein Gedicht formulierte. Was gesagt werden muss, lautete dieses Gedicht. Und es war letztlich eine Verteidigung des Iran und ein zutiefst antisemitisches Manifest und auch noch aus dem unerträglichen Gestus des Tabubruches und des Widerspruchs gegen die Meinungsdiktatur. Das eigentliche Schweigen aber, dass er damit verdeckt und ablenkte, als jemand, der sich als links begriff, wie Grass, war die eigene SS-Vergangenheit. Und auch dieses Schweigen war kein Zufall. Deshalb halte ich hier fest, was eigentlich gesagt werden muss, ist nicht unsere Befindlichkeit, ist auch nicht, wer wann was sagt, wer wann Recht hatte, wie wir uns Vorwürfe an den Kopf werfen, hier oder im Innenausschuss. Was eigentlich gesagt werden muss, ist, dass Auschwitz-Birkenau, das Belsetz, das die Orte, das Fundament sind, ohne das wir unsere Bundesrepublik hier nicht denken können. Und dass erst recht gesagt werden muss, was Auschwitz-Birkenau, was Belsetz und was diese Orte bis zum heutigen Tage, für Jüdinnen und Juden in diesem Land und in Israel ganz konkret bedeuten. Helge Lind war das für die SPD. Da war ich zu schnell im Kopf. Petra Pau hat jetzt das Wort für die Gruppe Die Linke. Die Bundestagsvizepräsidentin, ist schön, dass sie wieder da ist. Nach einem schweren Unfall hier im Haus, heute, glaube ich, mit ihrer ersten Rede seitdem. Und wir sehen es ja, dass es noch nicht ganz ausgestanden ist. Aber es ist schön, dass sie jetzt hier am Parlamentsbetrieb wieder teilnehmen kann. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch Zuhörer. Ich beginne mit einem Zitat.
Die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen. Das zu gewährleisten, das ist Auftrag aus 1700 Jahren Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland. Das sagte der Bundespräsident am 21. Februar 2021 zur Eröffnung des Jubiläumsjahres. Und natürlich wusste er, wie wir alle, dass das 2021 nicht Realität war. Wir wissen, das war auch vor dem 7. Oktober 2023 nicht Realität für Jüdinnen und Juden in unserem Land. Und das ist es auch heute nicht. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 26 Jahren Mitgliedschaft in diesem Hohen Hause, und wir haben auch zu diesen Themen in all den Jahren trefflich gestritten, das muss an mancher Stelle auch sein, aber wir haben in den Jahren, ob 2008, als wir den allerersten einmütigen Beschluss zur Ächtung des Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens hier gefasst haben, erkannt, dieses Thema verträgt keinerlei Parteiengezänk. In keiner Weise. Wir hätten allen Anlass, uns mit dem damaligen Beschluss, mit den Berichten der unabhängigen Expertenkreise aus den Jahren 2012, 2017, mit der nationalen Strategie gegen Antisemitismus, die der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus und die Bundesregierung im vergangenen Jahr beschlossen haben, aber vor allen Dingen mit unserem eigenen Beitrag zu befassen, damit diese Vision von Frank-Walter Steinmeier tatsächlich Wirklichkeit wird. Und ich bitte Sie, lassen Sie uns endlich aufhören mit Floskeln wie Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft, das ist nicht Realität. Und lassen Sie uns aufhören, solche Dinge, wir haben sie heute hier so nicht erlebt, wie wir sie aber in Ausschusssitzungen und anderes in dieser Woche erlebt haben, aufzuführen. Das wird diesem tatsächlichen Anliegen nicht gerecht. Ein letzter Satz zu den Anträgen der Union. Ich finde, das wird dem Problem, das wir haben, ebenfalls nicht gerecht. Sie können nicht mit herumschrauben am Aufenthaltsrecht, am Staatsbürgerschaftsrecht, mit der Einschränkung von Bürgerrechten Antisemitismus bekämpfen. Wir sollten erkennen, das ist kein importiertes Problem, das ist unser aller Problem und wir sollten uns dem Ganzen zuwenden. Vielen Dank, Frau Kollegin. Petra Pau für Die Linke. Sie ist nicht nur Bundestagsvizepräsidentin, sondern für ihre Gruppe auch die Sprecherin für Religionspolitik. Erhält hier viel Applaus auch aus den Ampelreihen, denn ihr Appell, dass dieses Thema nicht für parteipolitische Ränkespiele geeignet ist, das teilen hier viele im Raum. Es ist dennoch bedauerlich, dass jüdisches Leben in Deutschland mittlerweile geschützt werden muss und dass Juden und Jüdinnen nicht mit Kippa auf die Straße gehen können. Das ist ein Zustand, der so eigentlich nicht bleiben kann. Und es ist der Gesetzgeber aufgerufen, hier Dinge zu bewegen. Rupert Stüwe jetzt von der SPD. Der Angriff am 7. Oktober auf Israel war ein Akt des Antisemitismus. Er richtete sich gegen alle, die die Hamas den Jüdinnen und Juden zurechnete. Er lässt sich aus dem, was wir so oft Nahostkonflikt nennen, nicht begründen. Er war ein Akt reiner Menschenfeindlichkeit. Wir sprechen heute auch über Antisemitismus im Bildungssystem. Und dort, wo ich solche Diskussionen führe, fangen sie immer mit dieser Vorstellung an. Denn es geht auch darum, dass unser Bildungssystem schon lange nicht nur von den Nachfahren der Täter der Shoah geprägt ist. Es ist vielfältiger und natürlich müssen wir an diese Vielfalt anknüpfen, wenn wir über Antisemitismus im deutschen Bildungssystem reden. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den ich dieser Diskussion voranstellen möchte. In meinem Wahlkreis gibt es
die Spiegelwand. Einen ihrer Initiatoren, Dieter Fitterling, haben wir am Mittwoch auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee beerdigt. Auf ihr sind Namen deportierter Jüdinnen und Juden eingetragen. In dieser Wand spiegelt sich aber auch der Platz, auf dem sie steht. Sie macht mir immer wieder, wenn ich an ihr vorbeigehe, deutlich, die Shoah hat einen Ort. Und dieser Ort ist unser Land. Der Holocaust konnte in meinem Werk niemals in der Vergangenheitsform erscheinen. Diesen Satz prägt der Schriftsteller und Auschwitz-Überlebende Imre Kertész 2002 anlässlich seiner Literatur-Nobelpreisverleihung. Und das Gleiche muss über Antisemitismus im Bildungssystem prägen. Wenn die Shoah einen Ort hat, dann hat Israel ein Existenzrecht. Und der Vernichtungswille gegen eine Gruppe von Menschen kann nicht durch politische Auseinandersetzungen gerechtfertigt werden. Wer den Terror gegen Jüdinnen und Juden mit dem Nahostkonflikt rechtfertigt, ist Antisemit. Hier geht es nicht um Meinungsäußerung innerhalb einer akademischen Debatte und auch nicht in einer Diskussion, die im Klassenzimmer geführt werden soll. Das müssen wir immer wieder klarstellen. Wer einmal jüdische Schulen oder Kindergärten besucht hat, wer mit jüdischen Studierenden spricht, weiß auch, dass sie und in diesen Bildungseinrichtungen von Antisemitismus betroffen sind. 37 gemeldete Vorfälle gab es alleine Ende November 2023. Bund und Länder müssen dem was entgegensetzen und wir arbeiten in allen Bundesländern daran, auch in Berlin und auch mit der Wissenschaftsministerin Ina Ciborra. Und ich bitte Sie, das nicht zu verhetzen in dieser Debatte. Die Sicherheits- und Sanktionsmechanismen müssen wir verschärfen. Viele Hochschulen etablieren gerade diese Strukturen, um jüdische Studierende, Mitarbeiterinnen und Hochschullehrerinnen zu unterstützen und zu schützen. Wir müssen Bildung und Forschung über Antisemitismus, über das jüdische Leben in Deutschland fördern. Auch das machen wir übrigens im BMBF mit den Forschungsverbünden. Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus, wie auch daran erinnern, dass gerade die Max-Planck-Gesellschaft durch Otto Hahns historische Reise 1949 mit der Minerva-Stiftung eine enge Beziehung hat. Auch das, finde ich, sollten wir nicht unerwähnt lassen, wenn wir über Antisemitismus im Bildungsbereich sprechen. Das alles ist richtig und wichtig. Denn der Kampf gegen Antisemitismus in unseren Bildungseinrichtungen muss pädagogisch geführt werden, in multiprofessionellen Teams und mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Er muss aber auch repressiv geführt werden. Denn wir alle gemeinsam dürfen an unserer Haltung keinen Zweifel lassen. Nie wieder ist jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil ich noch 20 Sekunden Zeit habe und weil Sie ja schon die ganze Debatte nicht darüber nicht lassen können, dass Sie es nicht ertragen können, dass wir über alles Mögliche in diesem Haus streiten, aber eines nicht machen, dass wir den Kampf gegen Antisemitismus nicht dazu missbrauchen, gegen andere Menschen zu hetzen. Das eint uns alle und das wird uns in den Debatten beitragen. Ich schäme mich dafür, dass wir diese Zwischenrufe im Deutschen Bundestag ertragen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stöbe. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss der Debatte noch einmal die Dimension, um die es geht. Der Schutz jüdischen Lebens ist unsere Staatsaufgabe und eine moralische Verpflichtung von jedem Bürger dieses Landes. Und daran darf es keine Abstriche geben. Wenn der Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen, Philipp Peymann-Engel, davon spricht, der Antisemitismus bedroht unser Leben, dann beschreibt er die Realität viele Jüdinnen und Juden in unserem Land, dass sie nicht trauen, mit Kippa auf die Straße zu gehen, dass sie in den Hörsälen verfolgt werden, dass Juden Angst hatten, nach dem 7. Oktober ihre Kinder auf jüdische Tageseinrichtungen und Schulen zu schicken. Und ich sage uns allen, das ist eine unerträgliche Situation in unserem Land und das muss aufhören. Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe und hat oberste Priorität in unserem Land. Und wenn wir über den 7. Oktober sprechen, dann darf auch bei dieser Debatte nicht fehlen, dass wir daran erinnern, dass auch heute noch
mehr als 6 Monate nach diesem barbarischen Überfall jüdische Geiseln in der Hand der Hamas sind. Deswegen muss der Appell auch für diese Debatte gehen, die Geiseln sind umgehend freizulassen. Nach 6 Monaten nach dem 7. Oktober ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, bei dem wir uns doch dafür rechtfertigen müssen, wenn wir nicht so handeln, wie wir es in vielen Statements auch versprochen haben. Es ist unerträglich, wenn 6 Monate nach dem 7. Oktober es im Strafrecht beispielsweise noch nicht wieder strafbar ist, die Sympathiewerbung für Terror. Wenn im Staatsbürgerschafts- und im Aufenthaltsrecht nicht sichergestellt ist, dass Antisemiten keine Deutschen werden können und dass auch vor dem Hintergrund, dass Menschen auch hier in Berlin gejubelt haben angesichts dieser furchtbaren Bilder vom 7. Oktober, wir noch nicht rechtspolitisch auch beim Landfriedensbruch weitergekommen sind. Es gibt eben auch eine Verpflichtung, jetzt zu handeln. Und wer nicht handelt, muss sich auch für das Unterlassen rechtfertigen, meine Damen und Herren. Das bedeutet auch, dass wir jenseits des Strafrechts eine Verantwortung haben. Zum Beispiel sicherzustellen, dass derjenige, der staatliche Mittel bekommt, im Rahmen der Kultur oder im Rahmen der Demokratieförderung selbstverständlich sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Kampf gegen Antisemitismus verpflichtet. Und zwar nach der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Das werden wir klar und deutlich einfordern. Und es ist auch richtig, dass wir deutlich verurteilen, wenn Journalisten, auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, selbst wenn es privat ist, zu Boykott gegenüber israelischen Produkten aufrufen. Das ist ein Rückfall in dunkelste Zeiten. Deswegen bin ich froh, dass der SWR hier auch Konsequenzen gezogen hat. Frau Kollegin Pau hat schon auf den Bundespräsidenten verwiesen. Er hat bei der Verleihung der Leo-Beck-Medaille gesagt, nur wenn Jüdinnen und Juden hier vollkommen sicher sind, dann ist Deutschland ganz bei sich. Damit Deutschland ganz bei sich ist, brauchen wir entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus. Deswegen stimmen Sie unseren Anträgen zu. Vielen Dank. Volker Ulrich, also dass das Öffentlich-Rechtliche grundsätzlich dazu aufruft, jüdische Produkte nicht mehr zu kaufen. Das gab einen Einzelfall. Diese Verallgemeinerungen sind grundsätzlich problematisch. Letzte Rednerin, Lucia Licina Bode für die SPD. Kollegen, sehr geehrte Zuschauende, als späte Rednerin in der Debatte möchte ich noch mal konkret, Frau Könnemann, wie von Ihnen gewünscht, auf die Änderungen zum Strafgesetzbuch eingehen. Und naja, das wird kein Lobgesang. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine zentrale Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaates und der gesamten Gesellschaft. Die Bundesregierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass das jüdische Leben in Deutschland weiter gestärkt und gefördert wird. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch in seiner Regierungserklärung am 12. Oktober 2023 auch noch mal bestätigt und bekräftigt. Und Herr Kollege Breilmann, wenn Sie sagen, dass Sie nicht verstehen können, warum wir die Änderungen zum Strafgesetzbuch ablehnen, dann passt das ganz gut, dass wir jetzt mal zusammen einiges durchgehen werden. Im Hinblick auf den Gesetzentwurf und den Tatbestand der Volksverhetzung kann eben die Leugnung separat des Existenzrechts Israels aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geahndet werden. Die vorgeschlagene Regelung wäre als Sondergesetz nämlich rechtswidrig und verfassungswidrig. Da hier das Grundrecht der Meinungsfreiheit betroffen ist und ein Eingriff in dieses eben nur zulässig ist auf der Grundlage eines allgemeinen Gesetzes. Und ein meinungsbeschränkendes Gesetz ist
unzulässiges Sonderrecht, wenn es nicht hinreichend offen gefasst ist und es sich von vornherein gegen bestimmte Überzeugungen, Haltungen und Ideologien richtet. Und genau das ist eben der Fall bei Ihrem Regelungsvorschlag. Und deshalb geht es einfach nicht. Ich verweise insoweit auch noch mal, können Sie alle nachlesen, auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und wir haben eben noch Gewaltenteilung. Wir können uns nicht über Rechtsprechung am Ende des Tages hinwegsetzen. Entsprechend war auch das Ergebnis eben in der öffentlichen Anhörung, zu der die Sachverständigen gekommen sind, und auch die ablehnende Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses ist eben folgerichtig. Paragraph 130 des Strafgesetzbuches, die Volksverhetzung, ist eine wichtige Strafnorm zum Schutz des friedlichen Zusammenlebens und auch zum Schutz vor Äußerungen, Personen aufgrund bestimmter Merkmale, wenn die in ihrer Menschenwürde verletzt werden oder herabgewürdigt werden. Und der Strafrahmen sieht ja jetzt schon auch eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vor. Wenn Täter dann darüber hinaus aus antisemitischen Beweggründen oder anderen Zielen heraus handeln, wirkt sich das auch jetzt schon nach § 46 Strafgesetzbuch strafschärfend aus. Wir haben das Merkmal antisemitisch 2021 ausdrücklich in die Regelung zur Strafzumessung aufgenommen. Soweit Sie nun wieder fordern, dass wir die Sympathiewerbung einführen, die Strafbarkeit derer wieder einführen. Ja, genau. Gab es aber für die Abschaffung gute Gründe. Die Anwendung in der Praxis war nämlich äußerst schwierig, weil die BGH-Rechtsprechung entsprechend die Norm auch stark eingeschränkt hat. Und die generelle Strafbarkeit dieser Sympathiewerbung, so wie Sie sie fordern, ist eben nach BGH-Rechtsprechung so nicht möglich. Ihr Vorschlag zur Erweiterung dann des Straftatbestandes, was den Landfriedensbruch angeht, ist zudem auch nicht zielführend, da dieser absehbar erhebliche Beweisschwierigkeiten in der Praxis mit sich bringt, sowie eine übermäßige Einschränkung auch der Versammlungsfreiheit, eben auch von friedlichen Versammlungsteilnehmenden. Und darüber hinaus wären selbst Zuschauerinnen und Zuschauer an diese Versammlungen ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Und das gilt es eben auch tunlichst zu vermeiden. Ich verstehe die Motivation hinter Ihren vorgeschlagenen Änderungen. Die teilen wir auch, aber wir sind immer noch an Recht und Gesetz gebunden. Zusammenfassend sind eben Ihre Vorschläge nicht geeignet. Und Strafbarkeitslücken bei antisemitischen Straftaten, die darf es natürlich nicht geben. Und Bund und Länder prüfen ja deshalb auch derzeit die Anwendungspraxis des Strafgesetzbuches auf Strafbarkeitslücken bei der Bekämpfung von antisemitischen und anderen rechtsextremen Straftaten. Und das Ergebnis bleibt es jetzt abzuwarten. Vor diesem Hintergrund lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt wird abgestimmt. Wir kommen zur Abstimmung zum nächsten Zusatzpunkt 22. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 10.984 mit dem Titel Historische Verantwortung wahrnehmen, jüdisches Leben in Deutschland schützen. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend in den Ausschuss für Innen und Heimat und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Verteidigungsausschuss, an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik, Folgenabschätzung, an den Ausschuss für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung und an den Ausschuss für Kultur und Medien sowie an den Haushaltsausschuss. Haben wir noch weitere? Weiß ich gar nicht. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Ausschussüberweisung? Das sind die regierungstragenden Fraktionen, die Vertreter der Gruppen Linke und BSW, soweit anwesend. Nee, ist nur Linke. Soweit anwesend, habe ich doch gerade gesagt. Also nur die Fraktion Linke, die Gruppe Linke, ist alles in Ordnung. BSW ist nicht anwesend. Wer stimmt gegen den Überweisungsvorschlag? Das ist CDU, CSU und AfD-Fraktion. Damit ist der Überweisungsvorschlag angenommen. Damit ist also dieser Entschließungsantrag zunächst überwiesen. Antrag auf Drucksache 10.984 nicht in der Sache ab. Zusatzpunkt 10. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11.003 den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 9.310 abzulehnen. Für diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen. In diesem Gesetzentwurf wird kritisiert, dass hier auf den deutschen Straßen der Hamas-Terrorismus und der Antisemitismus bejubelt und propagiert wird. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Zusatzpunkt 11.
Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU zur Beendigung des Aufenthalts und Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seinem... In diesem Antrag fordert die Union, dass Menschen ausgewiesen werden sollen, die antisemitische Straftaten begehen. ...dem Gesetzentwurf zustimmen wollen über das Handzeichen. Das dürfte die CDU-CSU-Fraktion sein. Wer stimmt dagegen? Regierungstragende Fraktionen, die Gruppe Die Linke. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Zusatzpunkt 12. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.973 an die in der Tagesordnung aufführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das erkenne ich nicht. Dann verfahren wir so. Jetzt rufe ich auf den Zusatzpunkt 13. Zweite und dritte Beratung. Ja, das geht so schnell bei Herrn Kubicki. Nie wieder ist jetzt Antisemitismus an Schulen, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen mit aller Kraft bekämpfen. Dieser Ausschuss ist weitergereicht worden in die Ausschüsse. Und da hat ja die Ampelfraktion auch immer wieder gebeten, dass man hier gemeinsam voranschreiten will.